Hallöchen Popöchen, meine Freunde, ich bin's wieder, euer Gaming-Kellner und es geht weiter mit unserem Livestream zu Ahmad al-Mansur Civilization 5. Ja, ich bin mal gespannt, wie wir weitermachen. Wir sind ja jetzt kurz vorm Krieg gegen Schweden. Tun gerade unsere Armee so ein bisschen an aufbauen. Haben ja schon eine ordentliche Armee, muss ich sagen. Und werden, glaube ich, Helsinki. Haben uns glaub, wollen jetzt glaube in Helsinki anfangen anzugreifen. Wir haben zwei Fregatten in dem Meer. Hier. Da ist eine. Hier ist Helsinki. Wenn wir die noch mobilisieren können, hierher zu ziehen, dann können wir Helsinki mit den Schiffen belagern. Und hier können wir unsere Armee langsam herziehen. Weil ich denke nicht, dass die Shoshonen uns angreifen werden. Zumindest gehe ich mal davon aus. So genau kann man das aber auch nicht sagen. Ich werde die jetzt mal hier schön da hinziehen lassen. Muss halt aufpassen, dass keiner aus Birka kommt. Mobilisieren jetzt mal alle unsere Kräfte und ziehen die jetzt mal alle hier runter. Ey, so groß ist die Armee doch nicht. Ich dachte, wir haben so eine riesige Armee oder so. Aber so groß sind wir jetzt auch nicht. Das ist jetzt eine kleine Streitmacht, so würde ich es eher bezeichnen. Gustav, Schmierpläne gegen Katharina. So, dich ziehen wir hier hin. Dich ziehen wir hier hin. Ach so, ja, Handelsweg, ne? Wir verzichten jetzt mal auf Handel mit den Schweden, auch wenn wir da ordentlich was einnehmen. Wir gehen zu den Shoshonen. Ey, das ist nix, was wir da haben. Das ist keine Armee, das ist ja nix. Niente, nada ist das. Dann müssen wir uns erstmal unsere Armee aufbauen. Weil mit dem kleinen Ding hier können wir höchstens Helsinki fertig machen und danach kommt auch Stockholm und Sigtuna bestimmt mehr. Halt. Ja, so würde ich sagen. Mehr. Gut, Schütze. Drill, drill. Super. Geht's noch weiter? Ja gut, ziehen wir den Schützen hier runter. Ja, da können wir jetzt nicht weitermachen hier. Jetzt weiterhin. Fängerstärke 30. Machen wir weiter Schützen. Schütze. Schütze. So, jetzt wird der uns wahrscheinlich erstmal so fragen, ja, was ist denn mit der Armee da? Der Schwede wird uns das fragen. Wird sagen, du Freundchen, hey, was soll denn das? Die Armee da, die da uns an unseren Grenzen ist. Nichts mehr runter. Nächste Karawane.
Machen wir uns schon mal bereit auf Krieg. Der hat ja gar nichts an Armee jetzt gerade hier. Aber er baut sich was auf, das ist mir schon klar. Was? Der Typ hat uns den Krieger. Warte. Warte. Nein. Hat der Typ uns den Krieg erklärt? So, Freundchen. Gustav. Ich würde sagen, wir gehen hier auch nach Birka. Genau wie die, wir gehen nach Helsinki. Genau wie die, wir gehen nach Helsinki. Scheißen Dreck. Oh man. Ja, Pech haben, verlieren wir Saale. Ja, Pech haben. Haha. Wir ziehen die mal ab. Der Typ, der ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht, ne? Das ist ja eine richtige Frechheit. Was der da bringt. Ja, mit dem kommen wir ja nicht weiter. Ne, sagen wir erstmal nichts und so. Wir brauchen Schütze. Machen Schützen. Ich habe Angst, dass der Schwede da uns richtig schön richtig rannimmt. Aber ich denke, wir können ihm schon was bieten. Und der da mit seinen Schiffen kann uns nicht sehr viel antun, wenn ich ehrlich bin. Und wir haben hier unsere beiden Fregatten. Also wir haben. Ah ne, darum haben wir noch eine Fregatte. Wir ziehen die mal hier runter. Der Typ ist irgendwie außen rum gegangen. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Ja. Oh mein Gott! Seine ganze Armee ist in Amerika. Ach du heilige Maria Gottes. Die wollen ein Schiff. Wir brauchen. Ne. Wir müssen kaufen. Nix Rabatt. Marrakesch, wir brauchen. Eine Fregatte. Und ein Schütze. Dann können wir nichts kaufen. Kacke. So. Achso, ja, Drill und. Deckung. So, meine Fregatte, zieh mal hier runter. So. Eigentlich haben wir schon. Also, ich sag mal so, es ist ein ausgeglichener Krieg. Bisher.
Wir ziehen dich auch nach Süden ab, weil die werden aus Süden uns angreifen, so wie es aussieht. Deswegen würde ich auch nach Süden ein bisschen vorrücken mit unserer, ich nenne es jetzt einfach mal Mini-Armee. Anstehende Sitzung. Ich will Embargo Schweden, er will Embargo Griechenland. Ich weiß jetzt nicht, wie es zum Krieg gekommen ist. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts erklärt, wenn ich ehrlich bin. Wir wollen hier eine Fregatte und Schütze. Das ist schon okay so. Dann machen, kaufen wir hier direkt einen Schütze. Ne, geht nicht. Kaufen wir auch eine Kanone. Passt. Kauft eine Kanone, jawohl. Also dadurch, dass wir viel Kohle haben und uns die Sachen direkt kaufen können, ist das schon gut. Ja, machen uns noch eine Fregatte, weil dann kann die nämlich hier auch noch hinziehen, weil so wie es aussieht, werden die Schweden sich jetzt langsam rächen. Vor allem, der wird hier seine Armee aus Amerika abziehen, also aus Washington. Ja. Ich weiß gar nicht, was das sind. Carolina. Carolina. Was ist das für ein Name? Ich bin ein Carolina. Und wie heißt du? Wir sind die Marokkaner. Einfach volle Heilung. Jawohl. Dann hier, zack. Söldnerarmee. Hier können wir uns direkt verteidigen gegen die. Ja, bleib mal hier. Also, wenn wir jetzt schon Krieg gegen die Schweden haben, dann müssen wir aber richtig, richtig harten Krieg führen, du. Also, volle Kanne angreifen. Wir fangen immer an der Front an, normalerweise mit den Zügen. An der Front und danach lassen wir die hinteren nachziehen, weil dann wissen wir, wo Bedarf ist einfach. Fernkampfstärke 30 und du bist jetzt weg, Digga. Ja, man hat das gesehen. Wie brutal, Alter. Mit Glück erwischen wir die. Nein, natürlich nicht. Und dann können wir nur noch eins weiterziehen. Jo, zieh da unten weiter. Kanone. Können wir hier brauchen. Bleiben, bleiben, genau. Ach, da ist schon das nächste Schiffchen fertig. Ich würde dir sagen, wir gehen übers Meer. Meine Güte, dass ich nie auf die Idee gekommen bin, übers Meer zu gehen. Weil dann kommen wir hier alle rein und dann kaputt. Machen wir kaputt. Was? Wer sind wir gerade? Ich blick's jetzt nicht, egal.